Hallo liebe Star Wars Fans und natürlich auch Science Fiction Fans. Heute gibt es die Ausgabe 2 der Baue den Millennium Falcon. Hier seht ihr noch die Nummer 1, wo ich euch das als erstes vorgestellt habe, mit den Bausätzen von der Feelingskanone und dem Cockpit, die ich noch im Nachhinein zusammengebaut habe. Denn das habe ich irgendwie übersehen. Aber schon mal cool. Und heute geht es weiter mit der Ausgabe 2 und 3. Zumindest ich mache jetzt erst Nummer 2, dann gibt es Nummer 3. Denn sonst gehen die Videos wirklich zu lange. Ja, und ich bekam eben das Kartönchen hier. Und ihr seht schon, meine lieben Katzen haben schon rumgefressen. Und da ist auch schon die ersten beiden Geschenke mit dabei. Nämlich einmal hier der Kaffeebecher. Und einmal hier der D'Agostini Sammelordner. Baue den Millennium Falcon, richtig cool. Und ich bin wirklich sehr begeistert davon, dass es wirklich alles mit dabei war, richtig stark. Und hier ist eben dann die Ausgabe 2 und die Ausgabe 3. Die guckt so aus, aber dazu dann Ausgabe 3 gibt es erst später. Wir machen aber zuerst mal die wunderschönen Geschenke und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Kaffeebecher mal an und den kann man hier aufmachen und ist ein Star Wars Kaffeebecher mit vorne drauf dem Millennium Falcon. Richtig cool. Und hier natürlich in ganz schwarzer Schrift Star Wars. Und natürlich hier eben dann noch Porzellantasse mit Kylo Ren drauf. Sehr cool. Ja, ob ich die Tasse natürlich jetzt benutzen werde. Ich bin ja kein Kaffeetrinker, auch kein Teetrinker. Ich mag nichts Warmes. Aber natürlich kommt es in die Sammlung, ist völlig klar. Und ja. Ist eine schöne Hülle außenrum gewesen, also kann nichts passieren. Der kommt aber erstmal wieder da rein. Und die Manni guckt auch mal vorbei und schaut mal, ob das da was Gescheites ist. Und die Manni krabbelt gerade auf die Ausgabe 3 drauf. Na gut, lassen wir es mal machen. Ja, okay. Und als nächstes ist jetzt eben hier dann der Sammelordner für die ganzen Magazine. Finde ich schon mal auch sehr schönes Teil, würde ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Und da hier der hochwertige Sammelordner für deine Magazine. Kostet 9 Euro. Und jetzt machen wir hier mal die Folie auf. Und ich sehe schon, dass es genauso komischer Ordner auch ist, wie auch schon bei Star Trek, diese Schiffchen. Und auch noch bei anderen. Und den Katzen läuft schon vorbei. Der ist so ein Viech. Ja, und jetzt hier eben dann der Sammelordner. So schon im Ganzen aus. Und dann, wenn man ihn eben jetzt hier so zusammenfaltet, dann guckt dann so aus. Und ja, okay, ob man jetzt das für gut befindet, diesen Ort oder nicht, das ist eben jedem selbst überlassen. Er ist natürlich etwas steif noch an der Seite und hat eben dann die Zapfen, womit man diese ganzen verschiedenen Hefte reinsortieren kann. Und darauf freue ich mich jetzt schon, denn es ist nicht eine Katastrophe, das mit reinzupulen. Ja, okay, das ist auf jeden Fall der Sammelordner hier. Die Bedienungsanleitung, die wir auf jeden Fall mal aufheben, denn irgendwie muss ich jetzt hier schon wieder feststellen, schauen die schon komplett anders aus, wie sie halt eigentlich ausschauen sollen. Okay, später dazu mehr oder auch gar nicht. Denke ich mal, dass ich unter mich ausmachen müssen. Ja, okay, den legen wir mal auf Seite, auf den Boden. Und jetzt haben wir hier die Ausgabe 2. Das sieht so aus, hier mit den ganzen Bauteilen dabei. Weitere Komponenten für Rahmen und Außenhülle sowie das komplette Holospielbrett. Ja, richtig cool. Wir machen jetzt hier mal auf. Und dann schauen wir uns mal genau an. Und jetzt haben wir dann eben das Magazin Nummer 2. Hier oben steht eben Magazin 2 dran. Und hier eben Baue den Millennium Falcon. Natürlich auch ein rotes Motiv diesmal. Ein Besuch auf dem Planeten, auf der Eisplaneten Hoth. Die Instrumententafel im Cockpit und ja, richtig cool. Und ich würde mal sagen, wenn wir erstmal reingucken, denke ich mal, oder? Was meint ihr? Ja, 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 ja. Und hier eben dann noch die weiteren Teile dazu noch und dazu gibt es auch noch wieder mehr, eben wie man es alles zusammenbaut. Gut, ich werde jetzt erstmal die Kamera nach unten werfen und dann schauen wir uns erstmal das Magazin und dann gehen wir auch gleich direkt in dieser Perspektive weiter zum Zusammenbau dieses Modell vom Holotisch zumindest. Und los geht's. Hier nun das Magazin, wie ihr das seht.
Nummer 2 und baue die Millennium-Feigen. Hier nochmal, was ich alles vorhin schon gesagt habe. Und dann blättern wir einfach mal durch. Und hier sieht man dann schon mal Inhalt, Ausgabe 2. Raumschiff, Fact-File, die legendäre Millennium-Feigen unter der ramponierten Außenhülle verbirgt ein gefährliches Schiff. Und wir blättern einfach hier mal durch und schauen uns mal das Schiff, das Magazin an. Und auch wieder sehr schöne Details und natürlich auch viel Hintergrundinformation über den Film Flucht von Hoss im Cockpit des Millennium-Feigen. Instrumententafel, zentrale Konsole und hier Rebellen auf Hoss. Richtig stark. Hier natürlich noch ein bisschen Werbung. Bestelle jetzt und halte die 4 fantastischen Geschenke. Und hier sieht man schon mal nochmal alles, was ich schon am Anfang der ersten Ausgabe erzählt habe. Nochmal alles nochmal dasselbe hier. Und hier noch einige Fakten über die Planeteninformationen noch. Und hier jetzt, dann geht es weiter mit der Bauphase. Die sieht hier schon mal sehr interessant für mich, was ich alles machen muss. Und Bauphase 2, Position der Bauteile, wo sie hingehören. Die Konsole hier und eben noch weitere Komponenten und ein Schraubendreher. Und hier gibt es dann jetzt das Zusammenbau des Rumpfrahmens. Und dazu benötigt man auch dann die Bauteile von dem ersten Teil. Und hier dann noch weitere Details, wie es alles hier zusammengebastelt wird. Und ihr seht hier schon viele, viele kleine Schrauben. Und hier, so sieht es dann aus, wie es dann weitergeht. Ja, aber irgendwas fehlt hier noch. Ach, genau, da haben wir noch. Genau, hier. Der Metallrahmen des Millennium-Feigen. Und hier baut man jetzt eben das Holo-Tischchen auf. Und ja, hier der Zusammenbau der Instrumententafel. Also wirklich alles wunderschön beschrieben. Richtig cool. Und absolut klasse. Ja, okay. Das war es jetzt erstmal von dem Magazin. Hier nochmal in dieser Ausgabe und die Ausgabe 3 sehen wir auch dann bald demnächst. So schaut es aus. Und dann gehen wir direkt mal über zu diesem hier. Und ich werde jetzt die Kamera nochmal ein bisschen umstellen, damit ich mich besser hinkommen kann. Denn letztes Mal war es mir extrem schwierig, das zu machen, weil ich habe erstmal immer durch die Kamera gucken müssen. Und da war das etwas blöd für mich. Und deswegen werde ich jetzt die Kamera so hinstellen, dass ich das zwar sehen kann, aber dass wir dann trotzdem auch besser arbeiten können daran. Ja, ich habe jetzt mal alles hergeholt. Hier auch noch den Bauplan dazu, den brauchen wir auch noch dazu. Weil ohne das wird es, glaube ich, etwas schwieriger werden. Und wir machen erstmal die kleineren Sachen, nämlich das Holo Spielbrett, was wirklich sehr einfach ist. Das ist nämlich das Teil und das hier. Und wir werden jetzt erstmal hier aufmachen und ihr seht ja schon, hier ist auch ein Schraubenschlüssel dabei, was richtig cool ist. Aber ich denke mal, für diese ganz kleinen Minischrauben, wo ich letztens gehabt habe, würde er, glaube ich, auch nicht gehen. Denn das ist nämlich meiner, wo ich letztens benutzt habe. Und der ist trotzdem noch einmal einen Tick größer als der hier. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt sein wird. Ja, ich mache jetzt mal auf das Teil. Und da reißen wir jetzt hier mal die Folie ab. Aber ich sehe schon, das muss wohl mit Gewalt enden. Ja, so. Auch wieder hier hinten drauf wieder der Millennium-Feigen, richtig cool. Und jetzt eben hier dann die einzelnen Bauteile. So, und wir benutzen erstmal das Holo-Spielbrett, das sieht so aus. Und dann hier dann noch. Das geht einfach mal raus. So, gut. Und hier innen dann der Schraubenzieher. Und hier dann das Holo-Spielbrett. Und da ist eigentlich nichts weiter dabei, als dass man es jetzt hier drauf klebt. Aber man muss darauf achten. Dass wir diese drei Zapfen hier so hinkleben, damit das
passt. Und so sollte es dann auch richtig sein. Also nicht wirklich schwer, ausnahmsweise mal. Ich bin auch mal sehr froh, dass es nur etwas einfacher ist für mich. So, Folie kann man schon wegschmeißen hier. Dann haben wir als nächstes, machen wir hier diese Konsole. Die sieht so aus, ist aus Plastik. Der Tisch hier ist aus Metall. Und auch das hier kann man dann hier draufkleben. Und da muss man aufpassen, dass man eben die Löcher nicht zuklebt, die hier noch drauf sind. Und das ist aber eine Bubble-Arbeit, glaube ich. Deswegen werde ich es mal kurz zumachen. Und das schaut schon mal sehr gut aus. Hopsala. So sieht es aus. Und das kann man auch dann gleich hier drauf bauen. So, und so schaut dann schon mal das Cockpit aus. Und das schaut schon mal richtig cool aus, muss ich zugeben. Und wenn es alles beleuchtet sein wird, Respekt. Also wirklich klasse. Ja, und dann geht es noch zum Rumpf über. Also heute war wirklich nichts extrem Schweres bis jetzt dabei. Das freut mich schon mal sehr. Ich tue das mal auf Seite legen und ich tue das mal noch mal kurz umblättern. So, und wir haben jetzt hier dann die beiden Teile. Und ich muss mal ganz alles kurz durchlesen. So, okay, haben wir mal kurz durchgelesen. Und jetzt müssen wir erstmal, jetzt haben wir auch nochmal die anderen beiden Teile von der Ausgabe 1, nämlich die beiden. Und dann auch schon mal hier die kompletten Schrauben ausgeschüttet und diese Verbindungsteile und der Schraubenzieher. Und der Schraubenzieher ist auch magnetisch, wie ihr hier seht. Richtig cool. Und ich werde jetzt hier das mal zusammen basteln. Ich hoffe, ich gehe das alles so noch, weil das ist echt alles eine riesengroße Bobbelarbeit. Und ich hoffe, ich habe dafür wirklich so viel Geduld. Das ist nämlich mein großes Problem, denn ich kenne mich nämlich viel zu gut. Weil nämlich, da brauche ich eigentlich eine Pinzette, weil meine Finger einfach zu fett sind anscheinend. Ja, okay. Und dann schauen wir das hier mal rein. Das war zu fest. Alter, leck mich am Arsch. Okay. Und jetzt geht's dann weiter mit der unteren Seite. Noch nicht festziehen. Okay. Und unten dann noch das Verbindungsstück, eine Vierer Verbindungsstück. Und dazu nehme ich auch diese Schraube wieder und schrauben das dann hier unten dran. Das ist richtig cool, das magnetisiert alles beide. Das finde ich schon mal sehr gut. Und jetzt eben noch nicht festschrauben. Und ich muss sagen, hä? Ich bin stolz auf mich. Ich habe zwei Schrauben reingedreht. Juhu! Ja. Und jetzt geht es weiter mit dem TF2-Stück. Und TF2-Stück müsste dann das sein. Und das muss dann so hin. Das ist das Richtige. Okay. Also los geht's. Wir machen weiter mit unserem Rumpf. Eigentlich brauche ich nur eine dritte Hand, denn irgendwie. So, dann schrauben wir das hier mal fest zusammen. Wirklich heilen? Du, das ist aber noch nett, ne? Ich muss mal gesagt haben. Eieieiei. Diese Schrauben, ne, sind so winzig.
Ja, also bis jetzt haben wir schon mal hier ein Rumpfteil gebaut. Ja? Schon mal cool. Und dann geht es dann mit dem nächsten weiter. Das haben wir auch so gemacht und so gemacht und so gemacht. Ja, schaut auch schon mal schlecht aus. Und jetzt machen wir hier weiter. Oder auch nicht. Und das sind dann diese beiden Teile. Also, da kommt auch noch so ein Rumpf, so ein Teil dazwischen wieder. Wie gerade eben schon. Also, es tut mir leid, dass das Video da etwas länger geht. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, ob ihr das alles so sehen wollt oder soll ich das auf Schnellmodus machen, ist auch kein Problem. Aber bitte schreibt mir das rein. Also die Ausgabe 2 und 3 werden es noch so werden. Und dann, wenn ihr es anders haben wollt, dann schreibt mir es bitte rein, dann mache ich es auch anders. Dann habe ich auch kein Problem damit. Denn wir sollen ja auch Spaß bei diesen Videos auch haben. Für euch. So Nummer 1. Und dann hier auch wieder das nächste mit einem doppelten. So, dann schauen wir gerade hier rein. So. Okay. Und dann machen wir es hier auch wieder fest. Ja, Jungs, das läuft ja hier wie am Schnürchen, was meint ihr oder nicht? Haha. So, und dann das hier da drauf schrauben. Und das hier doch da drauf schrauben. Gut, ja, schau da noch. Schon das zweite Teil. Hammer! Der Millennium wächst und gedeiht. Hä? Gut, und jetzt noch das nächste. Kommt auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken, auf was man achten muss. Und das gehört dann anscheinend so hin. Nein. So hin gehört es. Genau. Und dann werden wir hier weiter schrauben. Und dasselbe wie das andere Spielchen auch schon. Aber jetzt versagt meine Geduld. Nein, natürlich nicht. Ich bin völlig motiviert. Denn ich liebe Basteln wie verrückt. Aber ohne Witz, ich soll noch eine Pinzette mit reinbasteln. Denn hier, diese kleinen Dazwischenteile hier, die machen mich wirklich ein bisschen wahnsinnig, weil die so klein und zierlich sind. Dass man wirklich Probleme hat, zumindest ich, das so hinzukriegen, damit es passt. Aber es schaut trotzdem ganz gut aus. Und dann haben wir das hier noch hin. Ja, die Teile gehen einwandfrei, da habe ich keine Probleme. Dafür sind meine Finger auch gut geeignet. So, und jetzt schauen wir uns da wieder fest. Und ich dachte, das Video geht diesmal nicht so lange wie das andere, aber es geht anscheinend genauso lange. Denn es ist richtig cool, dass man jetzt hier schon ein paar Dinger zusammenbauen kann, damit so viele Teile immer rumliegen. Das finde ich schon mal echt cool, denn ich habe Angst gehabt, dass ich mich jetzt hier ewig viel Kartons vom Megastoplast benutzen muss, um das ganze Zeug zusammen, diese ganzen Bausätze zu sammeln. Aber ihr seht, es läuft hier wirklich ganz gut. Und wir haben jetzt hier schon mal einen ersten Rumpfteil. Richtig cool. Und ihr werdet sich glauben, man kann auch sogar schon was festmachen. Nämlich das hier. Und das machen wir auch noch fest. Richtig cool. Und dann ist auch schon die ganze Schraube aufgebraucht. Und wirklich gigantisch, wie schnell es jetzt doch anscheinend ging. Und irgendwie macht es auch jetzt richtig Spaß, das zu machen. Aber jetzt muss ich kurz gucken. Achso, das kann man noch gerade festschrauben. Die sind noch so
locker flockig dran. Na gut, okay. Dann haben wir zwei Schrauben übrig. Und das erste Rumpfteil ist hier schon mal fertig. Schaut schon mal sehr stark aus. Und das wird schon als nächstes bald verbaut werden mit der Ausgabe 3. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und dann würde ich mal sagen, die Kamera noch mal kurz nach oben zu mir in eine näheren Perspektive. Ja, und das war's hier von der Ausgabe 2 von Bauer den Millennium Falken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und jetzt geht es dann demnächst weiter mit Ausgabe 3. Wie gesagt, die habe ich auch schon hier. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Ja, viel Spaß noch auf meinem Kanal. Und ja, bis demnächst. Tschüss.